hallo zusammen, ich bin Julian. Ich bin Schrammo. Und ich bin Fred Vorlaut. Und ich bin GutLP. Und wir zocken jetzt mal ein bisschen Need for Speed World. Und ich habe mal wieder das schönste Auto, das in diesem Spiel zu haben ist. Und mein Need for Speed World macht schon wieder Dinge, aber ist jetzt egal. Du bist doch nicht mehr in der Gruppe. In der Gruppe. Wen meinst du denn überhaupt? Du. Doch, jetzt bist du wieder in der Gruppe. Ja, doch, gerade warst du nicht in der Gruppe. Meine Frames schwanken gerade zwischen mal eben kurz 20 und dann wieder 30. So Mikro, also es ruckelt aber so blapp. So, Mr. Greenholm, wo bist du denn? Ich bin direkt vor dir. Ich sehe dich quasi rumkurven. Jetzt bin ich rechts von dir. Ich sehe nichts. Da, jetzt sehe ich dich. Ach, du hast... Ich habe mal das Barbie-Auto genommen. Dieses Spiel macht mich fertig. Ladet ihr mich ein? Fred, so, du Spiel, machst das heute. Match und so. Ich muss das sagen, ja. Weil ich weiß nämlich nicht, wie lange Need for Speed World hier noch funktioniert, weil es alle 10 Sekunden geht er runter auf 20 Frames und dann wieder hoch auf 30. Aber wollen wir vielleicht trotzdem mal dankbar dafür sein, dass du es geschafft hast, deinen alten Fahrer wieder zu besorgen? Ja, das freut mich auch, aber dieses Spiel... Ein bisschen Dankbarkeit, Schrammo. Aber dieses Spiel... Aber das ist das Schrammo, Spiel. Guten, Julian, yes. Hast du keine Einladung bekommen? Ich habe keine Einladung bekommen. Ich bin drin. Okay, dann lade ich hier nochmal für die hier ein. Zack. Privatspiel, Gruppe einladen. Ich bekomme nix. Ich habe eine. Bin drin. Niemand mag mich. Dann musst du einladen. Was hattest du dir denn ausgesucht? Greenholm. Ganz links den Rundkurs. Aber ich bin jetzt gerade noch, genau, ja. So, jetzt bin ich da. Teilnehmen, Privatspielgruppe. Annehmen. Stück. Annehmen. Sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Geht nur noch Fred. Ich bin doch da. Ich sehe ihn. Bei mir nicht. Lustig. Ich liebe dieses Spiel. Oh, aber so dieses sieht meine Lackierung ja richtig schön aus. Oh ja. Oh ja. Ist das Barbie-Farben, ey. Oh, Barbie-Farbie. Ja. Und Ibiza. Das müsste aber eigentlich matt sein, oder? Pink matt? Barbie müsste eigentlich pink matt sein. Weil das ja Plastik ist. Ich dachte, weil Barbie eine Zuhälterin ist. Matt ist doch immer so zuhältermäßig. I beat you, Nummernschild. I beat you, silly. Und warum starte ich hinter euch? Und warum war man nie für Speed World gerade schon wieder schwarz? Weil es dich nicht mag. Du magst es nicht und es mag dich nicht. Vielleicht. Ja, ich habe schon wieder einen schwarzen Bildschirm gehabt. Oh, ich hasse dieses Spiel, ganz ehrlich. Und ich habe schon wieder einen schwarzen Bildschirm gehabt. Oh, au, au, au. Aber also wo kommt er denn her? Ich weiß es nicht, aber ich bin gerade echt kurz davor zu sagen, ich klinke mich jetzt hier in dieser Folge live aus, weil dieses Spiel geht mir extremst auf die Eier. Um ganz Rage ehrlich Quit zu sein. Live in der Folge. Ja, ich bin kurz davor, weil ich habe hier alle paar Sekunden mal kurz einen schwarzen Bildschirm für eine Sekunde. Das ist uncool. Und es ist, läuft bei mir nichts im Hintergrund, absolut gar nichts. Außer TeamSpeak. Ja. Und mein Aufnahmeprogramm. Camtasia? Ja, Camtasia. Bandicam. HD. Vielleicht solltest du die Auflösung runterstellen, dann läuft es bestimmt besser. Noch weiter runterstellen? Ich hab mal gehört, wenn du auf 72p aufnimmst, wird das hochskaliert auf 144 von YouTube. Dann kriegst du ja quasi die doppelte Qualität geschenkt. Das ist ja genial. Das ist ja... Kaufen Sie zwei, bekommen Sie eins oder so. Hast du dein Auto noch ein bisschen mehr getuned? Nee, ich bin immer noch bei 420. Ich hatte es überlegt, dann wäre ich bei 456 oder sowas gewesen und dann habe ich es doch gelassen. Deswegen hast du jetzt auch die erste Runde vor mir abgeschlossen. Und der Guten hat einen, was hast du für eine Farbe? Ist das schwarz? Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach so lange rumgemischt, wisst ihr. Das ist eine Mischung aus Violett, Blau und Grau und Schwarz. Wir nennen es... Grauen. Ein leichtes Grauen. Das Grauen naht, oder was? Grauen ist ein kleines Dorf hier in der Nähe. Das heißt echt? Grauen. Ja, ja. Das ist aber da echt muss man ein doofer ja seine, Name. Da muss man seine grauen Zellen anstrengen, ne? Wenn es da irgendwelche Terroristenzellen gibt, dann sind das die grauen Zellen. Oh ja. Das war ja Guten. Ja, Mensch. Manchmal fahre ich auch mal.
Schrammo hat eine Runde extra. Weißt du, hat überhaupt gar keinen Bock auf das Spiel. Total angenervt, aber macht eine Runde extra. Das ist schizophren, Schrammo. Das ja, ist damit Masochismus. Das, noch schlimmer wird. Das ist Masochismus pur. Weil, ja. Ich fahre mir hier aber auch einen zurecht gerade. Das Ding ist, ich kann das eigentlich gar nicht hochladen, weil das will sich keiner angucken hier, weil ich sehe selber eigentlich gar nichts. Ich sehe mehr schwarz als Spiel. Hast du einen schwarzen Monitor? Halten diese schwarzen Bildschirme denn an? Nein, die sind immer nur circa ein Zwinkern lang. Also da sagen wir eine halbe Sekunde lang und dann kann ich wieder 5 Sekunden fahren, dafür eine halbe Sekunde lang schwarz und dann... Jetzt wäre natürlich interessant, ob das auch in der Aufnahme ist, denn dann hast du so einen Stroboskop-Effekt, für den andere Leute 300 Euro für Camtasia ausgeben. Oder sich das von ihren Onkel schenken lassen. Schrammo, hast du dir vielleicht Need for Speed World von deinem Onkel schenken lassen und deswegen funktioniert das nicht so richtig? Das Spiel ist kostenlos, Julian. Aha, da haben wir doch den Punkt. Das Lustige ist, ich glaube, der schaltet hier auch durch irgendwelche Grafikeinstellungen durch die ganze Zeit. Weil mal sieht das Spiel so aus, und jetzt sieht es wieder gleich so aus. Also Gun und ich liefern uns hier auf jeden Fall ein ordentliches Duell. Das ist schön. Ich bin hinten an und sehe euch zwar noch auf der Minimap, aber das bringt mir absolut nichts. Mein Barbie-Auto ist einfach nicht so das Wahre. Ist das kein Geschwindigkeits-Ping? Naja, schnell ist das eigentlich schon das Ding, aber die Steuerung ist halt einfach so für die Füße, dass ich überall dagegen fahre und in jeder Kurve auf 100 runterbremsen muss. Ich lenke voll nach rechts und das Auto fährt einfach weiter so halb rechts. Ich denke mal, so ungefähr haben sich Schrammo und Fred in den ersten Folgen gefühlt, als Fred noch seinen... Was hattest du? Pontiac oder so, ne? Nein! Und Schrammo hatte irgendwann seinen... Ich hatte den Scirocco am Anfang. Scirocco, genau, irgendwann. Der war ja auch so schlecht. Ja. Ich bin Dritter. Was ist denn los mit dir? Hier sieht mein Wagen dir? Ein bisschen... Guck mal auf meine Steuerungswerte. 211. Das ist schlecht. Dafür, dass ich Beschleunigung 603 habe, ist das schon wirklich sehr, sehr schlecht. Extra Runde mal 10. Wie schön. So, ich werde mal eben ganz kurz meine Aufnahme hier einfach beenden und mir angucken, wie viele 12 Trilliarden Videodateien jetzt gemacht hat. Und ich mache das mal ganz kurz. Aha, aha. In der Zwischenzeit werde ich den Wagen wechseln. Vielleicht solltest du Camtasia einfach mal neu starten. So, er hat jetzt hier ganze 40 Dateien erstellt. Was? Ja, ich werde jetzt nicht weiter aufnehmen. Ich habe da echt keine Lust mehr drauf. Ich nehme jetzt nicht mehr auf, nein. Ist das böse. Das Spiel hasst dich echt. Ja, und ich werde das Spiel jetzt auch erstmal verlassen. Och, Schrammo. Och, Schrammo. Nein, das macht keinen Sinn einfach. Das macht keinen Sinn. Dieses Spiel ist einfach nur verbuggt. Und ich habe da keine Lust. Das macht mir keinen Spaß. Und ich jetzt live in der Aufnahme, auch wenn das jetzt irgendwie blöd klingt, aber nein. Ich will nicht mehr. Ich wünsche euch viel Spaß bei den weiteren Rennen. Ja, und du kannst aber noch weiter mitkommentieren. Und Spaß haben. Ja, ich bin gerne irgendwo im Hintergrund. Ich wünsche euch viel Spaß trotzdem bei den Rennen. Schrammo, es war mir eine Ehre, mit dir zu fahren. Ja, mir das, auch. Das meine ich ernst. Es war ein sehr angenehmes Erlebnis mit dir. Jedes Mal. Ja, natürlich. Wenn man immer Erster wird, ist das verständlich. Ich bin nicht immer Erster geworden. Gerade eben bin ich Dritter geworden. Aber du hast vor mir. Das stimmt, aber auch nur, weil das Spiel dich hasst. Ja, genau, das wird der Grund sein. Ja, Ja, Mensch, und da waren es nur noch 3, sozusagen. Bröckeln wir jetzt alle nach und nach ab? Das wäre doch auch witzig. Ja, weniger witzig als vielmehr traurig, aber alles nee. Gute muss irgendwann... Wie heißt es so schön? Einmal muss jeder gehen und wenn dein Herz zerbricht. Ja. Von daher. Das sind auch 10 kleine Jägermeister. Genau. Die roten Rosen und so. Ja, wir machen aber noch ein bisschen, oder? Hat ein Ende, nur die Wurst hat 2. Und wo wir gerade von Wurst reden, Fred, lade uns zum nächsten Rennen ein. Wurst-Rundkurs. Rundwurst. Rundwurst kurz. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Ich mag das nicht. Ich hab euch eingeladen. So. Camden und Route SS. So, das ist aber eine ganz schön verworrene Wurst. Die Strecke. Stimmt. Was ist denn das für eine Wurst?
Das kommst du mal rein? Das ist das böse. Das ist zwar ein Sprintrennen, aber... Du mal rein ins... Das sind auch 12,35 Kilometer, ne? Ja, das wird lange dauern. Na, es geht. Zu lange für mich. Ich bin nämlich müde und ich muss gleich schlafen gehen. Es ist spät. Ja, wir haben ja auch schon... 12 Uhr, ne? Noch nicht mal. Ich guck mal auf meine Stoppuhr und die sagt mir 11.36 Uhr. Frechheit von der Uhr, so einfach so spät zu sein. Warum lädt das bei mir so lange? Warum lädt es bei mir auch so lange? Warum bei mir? Vielleicht, weil die Strecke so lang ist. Weil die so verworren ist. Ja. Das liegt bestimmt an der Aufnahme. Die muss jetzt einfach nochmal entwirrt werden. Genau, die wird jetzt langgezogen, gebügelt und dann wieder verwurstelt. Ja. Aber die sah eigentlich genauso aus, wie wenn man so Ohrstöpsel in die Hosentasche tut und sie dann eine Sekunde später wieder rausholt und die total verknotet sind. Ja, das ist aber auch krass, das ist ein richtiges Phänomen. Du kannst einfach das Chaos in so einer kurzen Zeit erzeugen. Ah! Jetzt bin ich rausgeflogen. Ich bin auch rausgeflogen. Ich auch. Mhm. Soll ich noch mal versuchen? Oh, versuch mal. Übrigens, versuche mal. Das Blau vom aktuellen Audi RS4 Avant ist übrigens eine Perleffekt-Farbe und heißt Sepang Blau. Sepang Blau Perleffekt. Und was für einen RGB-Wert hat es? Obwohl, das wird ja daran nicht gemessen. Das wird ja in CMYK gemessen bei denen. Ihr seid Pfeifen. Blau RGB. Kann man hier den RGB-Code eingeben? Nee. Leider nicht. Das wäre schön, auch wenn man den Hexcode eingeben könnte. Das wäre toll. Hex. Es lädt. Kling, kling. Oh. Das tut. Ich stehe hier auf dem grünen Streifen. Das macht nichts. Kannst das trotzdem Gas hast geben. Nee, er hat aber echt einen schlechten Start. Ob das nun am Grünstreifen liegt oder nicht, wage ich zu bezweifeln. Ich bezweifle aber sowieso alles. Denn ich bin ein Zweifler. Ja. Oh, Tunnel. Es ist Veronikas Tunnel. Wir haben Verona, oder nicht? Wenn überhaupt. Ja, aber ich nenne sie immer Veronika. Ich mag diese Abkürzungen nicht. Meine Nase juckt. Fred, kratz mal. Ja, Sekunde. Ja. Oh. Aua, Wand. Das ist aber jetzt nicht mehr dein Nasenloch, das du mir dahin hältst, ne? Nein, das ist etwas ausgeweiteter. Oh. Ach, Mann. Brett. Oh, Kurve. Was ist das für eine Kurve, ey? Vorsicht, hier kommt eine ganz, ganz scharfe Rechtskurve. Wirklich 110 Grad. Ihr seid gerade davor. Ich habe es gesehen. Sehr gut. Düpp. Das Grauen gesehen. Wer ist denn da hinter mir? Guten. Obwohl ich gegen die Wand gefahren bin. Das Grauen passiert? Ist gegen dir. hinter dir. ist gegen dir. Wir fahren alle gegen dir, Fred. Ja, finde ich nicht so schön. Und hier kommt noch eine weitere sehr scharfe Rechtskurve. Das ist ja gemein, ey, dieser Kurs. Können wir nicht alle einfach miteinander sein? Können wir machen, mit einer Teamflucht. Mit einer Teamflucht können wir alle miteinander. Ah, Guten ist unter mein Auto gefahren. Mies. Die intimsten Wünsche offenbaren sich nur in Need for Speed World. Und schon wieder eine scharfe Rechtskurve. Es gibt so viele scharfe Rechtskurven hier in diesem Spiel. Die sind heiß. Hamo würde sich aufregen. Ich? Nein, niemals. Was machst du eigentlich gerade, Schrammo? Ich unterschreibe meinen Vertrag bei einem YouTube-Netzwerk. www.pornhub.com. Und bei welchen? Das ist einfach. Gaming Clerks. Nein. TGN. Social Blade. Ja, es ist TGN. Cool. Die haben mich angeschrieben. Die machen Sachen, die sind ja verrückt. Der Alex? Nee, der Falco. Falco. Mensch, den Falco kenne ich gar nicht. Der Kommissar? Nee, der Sänger. Ich meine, den Falco von TGN.
Barrow. Haben die auch Kommissar Rex bei TGN? Die haben da ganz viele, ja. Ganz viele Schäferhunde im Netzwerk. Ach Julian, wo bist du denn schon wieder hingefahren? Ich bin jetzt gerade beim Jahrmarkt. Ach Gottchen. Ja, scharfe Linkskurve. Ach, ich bin jetzt auch beim Jahrmarkt. Ach, Fischmarkt ist hier. Fischmarkt, every Sunday at noon. Das ist doch Sonntag um 12. Also doch Veronikas Tunnel, oder was? Du bist böse. Sag nichts gegen Veronika. Kann doch nichts dafür, dass sie keine Dusche hat. Zu Hause hat. Die ist mit keinem Wasser gewaschen. Wie böse. Ich kriege das Gefühl, du bist leicht sexistisch, Fred. Was? Ich? Nein, wieso denn? Wo? Sexistisch veranlagt. Das ist Evolution. Es wird immer böser. Ey, bald sagst du noch Frauen an den Herd. Nee, die Küche. Nee, die können auch am Ofen stehen. Ist mir doch egal, wo die kochen. Ja, ja. Wenn du das einer Frau sagst, dann kocht sie auch, aber nicht in der Küche. So, ich hab gewonnen. Was denn? Ach, Julian. Ach, Julian. Oh, ich sehe das Ziel. Ich fahre die hinten rein. Nee, doch nicht. Hat nicht geklappt. Aber ich. Aua. Oh. Bleib da stehen. Gib mir wenigstens Vorbereitungszeit zum Bücken. Sicherheit geht vor, habe ich bekommen. Fred, zu was möchtest du uns jetzt einladen? Sind wir noch dabei? Haben wir noch? Yes. Sind wir noch? Machen wir vielleicht einen kleinen Rundkurs? Hm? Einen kleinen Rundkurs, sowas wie Main Street oder North Road oder Dover Street. North Road. Ich bin dabei. Da sind wir dabei. 9,67 Kilometer, zwei Runden. Das ist nicht kurz. Ja, das dauert jetzt noch 5 Minuten. Klein. Ich habe also die Zeit Frau, gar nicht mitgenommen. Ich fahre ganz ohne Zeit. Ach so. Du verlässt dich auf meine Zeitangabe? Nee. Ja, doch. Nee. Ich hab gute Idee. Bravo könnte ja jetzt der Zeitschiri sein. Zeitschiri? Ich weiß jetzt nicht, wie lange ihr schon aufnehmt, etc. Ach so. Mir leid. Wumm, dann mache ich das weiterhin. Wrumm, wrumm, wrumm. Greenholm, du hast wieder ein anderes Auto, kann das sein? Was heißt anders? Ich bin wieder jetzt ein sportliches. Mit dem 200 SX unterwegs. Weißt du, das Fairness-Auto sozusagen. Wie viel Punkte hat er denn? 404. Deswegen bist du mir auch ziemlich dicht auf den Fersen. Ach nee, das ist gut. Ich fahre hier gegen andere Autos. Das ist schön. Ich habe ein Schild angemacht. Ich habe keine Ahnung, was ein Schild eigentlich so bringt. Das ist gegen Verkehrsmagnet. Ja, aber nur das? Hilft das nicht auch, wenn man andere Leute rammt oder so? Nö. Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch was bei Verfolgungsjagden gegen die Polizei bringt. Bah. Nö. Okay, dann bringt nichts. Ist wirklich nur gegen Verkehrsmagnet. Zieh an meinem Finger. Ihr Ferkel. Zieh am Schweineschwänzchen. Au, langgezogen. Boah, hast du mich langgezogen? Boah. Ich hab dich gerade zur Seite geballert, ne? Aber guck mal, das bringt anscheinend was. Ach nee, Gun hat ja andere Gegnerautos als wir. Oh, verdammte Kurve, ey. Hallo, Fred. Hallo. Wie geht's? Ja. Muss ja, ne? Ja ist keine Antwort. Doch. Wie geht's, ja? Das ist wie, möchtest du gerne A oder B? Ja. Das ist, Willst du lieber ein Eis oder eine Pizza? Jupp. So führen ganz viele alte Leute Gespräche. Wie geht's? Ja, muss ja. Und sonst so. Nützt ja nix. Das ist ein ganzes Gespräch. Und damit, ja... Das kenne ich aber auch, dieses nützt ja nix.
Muss ja. Geht ja dann auch. Muss ja, ne? Passt. Ja, und? Ja, es läuft, ja. Läuft es, Stromberg? Machst du nix, ne? Ey, Stromberg, wie geht's so? Läuft. Das läuft. Extra Runde läuft. Oh, verdammt, das ist natürlich ein bisschen lang dann, ne? Schon. Wir sind jetzt bei 20 Minuten und 30 Sekunden. Warum hat man mich denn nicht vorgewarnt? Ich hab dich vorgewarnt. Ja, aber nochmal unmittelbar telepathisch. Ich hab dich telepathisch vorgewarnt. Ich hab mit meinem Magen, mit meinem Bauchgefühl gesagt, Fred, wenn du eine Extrarunde hinzufügst, dann töte ich dich. Heimlich, still und leise. Ach, aber Julian, ich fahre gegen Reifen. Ich fahre so schlecht. Und dann habe ich noch eine Extrarunde hinzugefügt. Dinge, die Fred gerne macht. Ich fühle mich schlecht. Das ist Masochismus. Masochismus? Au. Ja, Wand. Masochismus. Er schiss. Ja. In den Masochismus. Ah. Ey, wenn ich dann hier so bin und wenn ich dann Masochismus, dann mache ich auch Masochiss. Ne? Ja. Und wenn ich mal nur Pipi muss, dann mache ich nur Masochismus. Was muss, habt ihr eigentlich schon beim Steam Summer Sale zugeschlagen? Nein. Ich werde es gleich tun. Ja, welches Spiel willst du denn kaufen? Amnesia. Och. Och. Amnesia. Und davon machst du dann ein Let's Play? Ich weiß es noch nicht. Ich würde es dir nicht empfehlen. Echt? Meinst du, es ist keine 5 Euro wert? Doch, das spielt schon. Ich würde nur kein Let's Play davon machen. Wieso? Weil das neben Minecraft das meistgespielteste Let's Play-Spiel ist. Ja, aber Minecraft gibt es ja auch perfekte Let's Plays und dann mache ich halt eins von Amnesia. Ach so, Kronkiller 2002 LP HD spielt jetzt auch Amnesia. Nee, 2003 LP HD Plus. Oh, ihr macht jetzt auch 480p. HD Plus. Plus Plus. Das wäre doch mal eine geile Idee. Kronkiller 2003 LP HD Plus Plus spielt Amnesia. Mit Facecam, die nur schwarz zeigt. Oder die ganz verwaschen ist, sodass man überhaupt nichts erkennt. Ja, aber das trifft ja auf fast alle Facecams zu. Weil das so klein ist, deswegen siehst du nichts. Außer bei Schrammo. Schrammo hat eine wunderschöne Facecam. Oh ja. Aber er hat kein wunderschönes Face. Schön finde ich aber immer noch, um den PC zu entlasten, sollte man einfach seinen Monitor mit dem Handy aufzeichnen. Aber dann müsste man sein Handy auch noch entlasten. Aber wenn man dann irgendwann 20 Abonnenten hat, dann verspricht man seinen Abonnenten dann ein iPhone zu kaufen, weil das ja eine viel bessere Kamera hat. Man könnte auch einfach den Monitor mit dem Handy abfilmen und um dieses Handy zu entlasten, das Handy-Display mit einem anderen Handy abfilmen. Nee, das Handy-Display kann man dann schon mit einer richtig teuren, 1000 Euro teuren Kamera abfilmen. Ja, nein. Mit so einem Canon-Ding, was ja jeder hat, irgendwie genau, eine EOS oder irgendwas. Genau, die macht dann nach 10 Minuten einen Break, weil der Chip nicht mehr kann und dann muss man das Display von der EOS abfilmen. Es wird immer besser. Tschüss, ihr Nasen. Tschüss. Bis dann und macht's gut.